Dieser kleine Flitzer hier ist das Symbol für den Wirtschaftsaufschwung im Nachkriegsdeutschland. Der Volkswagen-Käfer mit über 21 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ist das Ding ewige Jahre lang das meistverkaufte Auto der Welt. Ende der 50er, Anfang der 60er war es, da wurde die Bevölkerung in Westdeutschland von einem wahren Reiseboom erfasst. Die Menschen wollten jetzt einfach mal Urlaub machen. Auf dem Campingplatz, in der Pension, völlig egal, Hauptsache weg. Wenn es geht weit, vielleicht in die Berge oder endlich mal ans Meer. Den Transport, den übernahm für viele einfach der Käfer. Mit einem Boxermotörchen mit nur wenig über 30 PS. Die Arbeitnehmer in Deutschland brauchten in den 60ern weniger Wochenstunden zu arbeiten und sie bekamen mehr Urlaub. Das waren die Auslöser der großen Reisewelle. Auch die massenhafte Eröffnung von Campingplätzen trägt zu diesem Boom bei. Das Zelt reicht vielen zum Übernachten aus und ermöglicht den ersehnten Urlaub für kleines Geld. In diesem wunderschönen Käfer sitzt jetzt eine komplett käferverrückte Familie. Drei Generationen. Hier hinten die Jüngsten mit dem Hundi. Die haben noch gar keinen Führerschein, dürfen also noch gar nicht. Aber wenn sie dann 18 sind, der Käfer steht natürlich schon bereit. Jörg und Johanna sind die Eltern. Die fahren Käfer, solange sie denken können. Und das liegt natürlich an der dritten Generation, Helmut und Doris. Die haben mit dem ganzen Blödsinn, ach was sage ich, mit dem Käferfahren angefangen. Helmut, wann ging das los? Warum musste es unbedingt ein Käfer sein? Ja, das ging los, wie man so ein bisschen mehr verdient hatte. Denn brauchte ich den Käfer oder das Auto für den Arbeitsweg. Und da bot sich das irgendwo an, dass ich günstig einen Käfer aus der Flutkatastrophe erstehen konnte. Ach du liebe Zeit, ein Abgesoffener. Das war ein Abgesoffener, da war total. Der stank von drinnen und von draußen. Das hat ein Vierteljahr gedauert, bis man den so einigermaßen wieder flott hatte. Und dann bin ich da ein paar Jahre mitgefahren, bis dann der nächste Käfer mal irgendwann dran war. Doris, waren die Dinger eigentlich immer zuverlässig, sprichwörtlich zuverlässig? Im wahrsten Sinne des Wortes. Läuft und läuft und läuft und man saß so schön eng beieinander. Die Stadtmanns haben mit ihrem Käfer halb Europa erkundet. Und das, obwohl es gar nicht so leicht war, überhaupt voranzukommen. Das Blaue hier, das sind die Autobahnen. Davon gab es in Norddeutschland in den 50ern erstmal noch gar nicht so viele. Vor allem fällt mir auf, von Hamburg nach Hannover ist nichts, keine Autobahn. Wie ist man damals gefahren? Naja, man ist aus Hamburg rausgefahren, bis Horster Dreieck oder eventuell bis zum Abfahrt Dippersen. Und man hat dann die B75 und die B3 benutzt. Und wie lange hat es dann gedauert, sagen wir mal ruhig, von Hamburg nach Hannover auf der Landstraße? Ja, ich denke, man brauchte gut 3 Stunden, brauchte man schon. Man musste auch schon mal mit dem Stau rechnen, wo irgendwas passiert war. Es passierten auch häufig Unfälle da, schwere Unfälle teilweise auf diesen Straßen, weil einfach die Fahrzeuge zum Teil ja auch zu schnell waren, um Pferdefuhrwerke auszuweichen oder auch selbst Fußgänger, Radfahrer, bewegte sich alles auf einer Bundesstraße. Radwege gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Der zunehmende Autoverkehr brauchte immer neue Straßen. Bis 1980 waren alle Hauptverbindungen fertiggestellt. Heute hat Deutschland mit über 12.000 Autobahnkilometern das dichteste Fernstraßennetz der Welt. Während der knatternde Käfer den Westen mobil gemacht hat, gab es auch noch 16 Millionen Deutsche im Osten. Die wollten natürlich auch gerne fahren. Alle hätten sie gern den Trabi gehabt, aber davon wurden im Laufe der Zeit nur 3 Millionen gebaut. Und das hier ist unsere Trabi-Familie. Adelheid, hallo. Der Konrad. Schönen guten Tag. Und der Daniel. Hallo. Mit dem Konrad fangen wir mal an. Wann ging das los? Wann haben Sie Ihren ersten Trabi bekommen? Wir haben unseren ersten Trabi 1968 im November erhalten. Wie war das, als der Trabi kam? War das was Besonderes? War das eine richtige Sensation? Ja, die Brust war geschwellt, wie man so sagt. Und vor lauter Freude sind wir im Jahr darauf, im Juli, nach Bulgarien gefahren mit diesem Trabi. Alternativ ging es nach Ungarn oder zum Skifahren in die Tschechoslowakei. Ob Trabant oder Käfer, eng war es in beiden. Wer sich auf eine lange Urlaubsreise machte, musste in Ost wie West strapazierfähig sein. 2 Erwachsene, wenigstens 2 Kinder, das war normal in den kleinen Autos. Der Käfer mit seinem Heckmotor hatte sogar noch weniger Stauraum als der Kofferraum des Trabant. Aber trotzdem, von Jahr zu Jahr sind mehr Menschen in Ost und West in Urlaub gefahren.
Im Jahr 1960 hat es gerade mal 4,5 Millionen Autos in der Bundesrepublik gegeben. Heute sind es in ganz Deutschland über 46 Millionen zugelassene Personenwagen.